Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es mal wieder seit langem eine Motivtorte. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen von Warner Bros., ob ich denn nicht zum neuen Film Fantastische Tierwesen Teil 3 eine Motivtorte zaubern möchte. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal kurz den Trailer, denn ich habe auch eine Nachricht von Jacob bekommen. Film ab. Wir brauchen Erinnerungen. Ohne sie sind wir blind. Ohne sie überlassen wir dem Zufall das Schicksal unserer Welt. Es tut mir leid, Sie zu stören, Albus, aber es gibt beunruhigende Neuigkeiten. Worum geht es dabei? Um Grindelwald. Unsere Stunde rückt näher, meine Brüder und Schwestern. Unser Krieg gegen die Muggel! Beginnt! Heute! Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen Sie mir vertrauen. Mr. Kowalski, wir brauchen Sie. Ich sagte, ich bin raus und ich bin raus. Aber Sie wissen, dass ich eine Hexe bin, oder? Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Er würde da nicht auf uns setzen. Niemand darf alles wissen. Nicht einmal du. Was du tust, ist Wahnsinn. Grindelwald! Ob mit dir oder ohne dich, ich brenne ihre Welt nieder. Gefährliche Zeiten begünstigen gefährliche Menschen. Wenn wir bis zur Teezeit noch alle am Leben sind, dürfen wir unser Unterfangen als Erfolg betrachten. Mr. Kowalski? Ist mir ein Vergnügen. Hast du wirklich vor, deinesgleichen den Rücken zuzukehren? Du hast davon gesprochen, die Welt umzugestalten. Selbst wenn wir Fehler begehen. Accio! So können wir doch versuchen, sie wieder gut zu machen. Wir werden etwas Hilfe brauchen. Selbst du kannst mich nicht aufhalten. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Haben Sie Freude an Ihrem Zauberstab, Mr. Kowalski? Darf ich den behalten? Hey there. I heard you are much better bakers than Jacob in Fantastic Beasts: Secrets of Dumbledore. Mr. Kowalski, wir brauchen Sie. Ich sagte, ich bin raus und ich bin raus. Aber Sie wissen, dass ich eine Hexe bin, oder? You would make me the happiest person in the world if you made something Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore inspired. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wir werden Hilfe brauchen, wenn wir ihn besiegen wollen. Darf ich den behalten? Also, ihr habt Jacob Kowalski gehört. Wir backen jetzt was Schönes zusammen. Ich habe mir überlegt, einen Kuchen zu backen, der aussieht wie der Koffer von Newt Scamander, dem Magiezoologen. Und darauf setze ich eine süße kleine Figur, nämlich den Niffler. Ich glaube, das wird richtig schön und ich hoffe, das gefällt euch auch gut. Also, ich schaue mir jetzt den Koffer an und versuche, den originalgetreu nachzubacken. Sehr schön. Dann bin ich jetzt fertig und kann jetzt mit dem Backen beginnen. Ich werde jetzt zuerst mal einen großen Rührkuchen zubereiten. Daraus wird der Koffer zubereitet und um Niffler kümmere ich mich später. Für den Rührkuchen verwende ich 250 Gramm weiche Butter, 60 Gramm Honig, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, 4 Eier, die haben bereits Raumtemperatur, 400 Gramm Backmehl oder ihr verwendet normales Mehl plus Backpulver, 400 Milliliter Milch, die darf auch gern warm sein, 200 Gramm gehackte und geröstete Haselnüsse und hier habe ich noch 150 Gramm Cookie Dough Fudge.
Ich habe jetzt den Ofen bereits vorgeheizt und ich backe den Kuchen gleich hier im Backrahmen. Den ziehe ich komplett auf, also bis auf Backblechgröße. Und wenn ich ihn darin backe, statt auf einem herkömmlichen Backblech, sorge ich dafür, dass praktisch der Kuchen eine schöne ebene Fläche bekommt. Das heißt, er hat keine Beule in der Mitte, er geht nicht in der Mitte auf und außen nicht, sondern er wird schön gerade, schön flach und vor allem gleichmäßig gebacken. Und die Backzeit ist auch viel schneller. Das Erste, was ihr jetzt macht, ihr nehmt die weiche Butter und verrührt sie mit dem Honig, Zucker und Salz und Vanilleextrakt zu einer cremigen Masse. Anschließend kommen die Eier einzeln dazu und da wird jedes Ei eine halbe Minute ungefähr mit eingerührt. Zum Schluss könnt ihr jetzt noch Backpulver und Mehl vermischen oder ihr verwendet, wie gesagt, das Backmehl. Gebt das Backmehl mit dazu, die Milch und auch die gehackten und gerösteten Haselnüsse. Die Zutaten dann nur noch ganz kurz einrühren und die Cookie Dough Fudges nur noch kurz unterheben. Da kommt jetzt der Teig direkt hier rein und wird im Ofen gebacken. Vorher natürlich noch schön verteilen. Und die Cookie Dough Fudges, die schmelzen so ein bisschen im Backofen und sorgen dafür, dass der Teig einfach so eine schöne feuchte Konsistenz bekommt und natürlich Geschmacksgeber. Die sind sehr, sehr lecker. Ich muss auch sagen, ich nasche die so ganz gerne. Und in Muffins sind sie super und auf Eis, in Toppings. Man kann aber auch eine Karamellcreme draus schmelzen. Mit dieser tiefen Winkelpalette einfach verteilen und direkt backen. Der Kuchen ist jetzt gebacken und ich habe ihn auch schon abkühlen lassen. Ich hätte in der Zwischenzeit auch schon die Rice Krispie Masse machen können, aber ich habe sie nicht gemacht. Ich habe jetzt auf den Kuchen gewartet und habe jetzt hier die Zutaten für meine Buttercreme-Füllung. Ich möchte, dass der Kuchen so ein bisschen schmeckt wie ein Banoffee Pie, also ein Kuchen mit Bananen, mit Karamell, mit leckeren Zutaten. Und habe jetzt hier eine Creme für euch, die zwar ein bisschen fettig und zuckrig ist, aber so sind Torten nun mal. So ist es halt. Ich brauche dafür, für die Karamellbuttercreme, brauche ich 300 Gramm weiche Butter, 400 Gramm Karamell Milchmädchencreme, und zwar ist es einfach so eine Kondensmilch, die karamellisiert ist, 200 Gramm Frischkäse, etwas Salz und Zimt. Und den Frischkäse nehme ich jetzt einfach dazu, dass es so ein bisschen aufgelockert wird. Ansonsten könnt ihr wirklich, wenn ihr nur eine reine Buttercreme machen wollt, einfach diese Butter und diese Karamellkondensmilch nehmen und etwas Salz. Und ich gebe gleich noch Zimt dazu für den Geschmack. Jetzt gebe ich erstmal die Butter in die Rührschüssel mit etwas Salz und rühre sie erstmal weichcremig. Weißcremig. Währenddessen schäle und schneide ich die Bananen, vermenge sie dann mit dem Zitronensaft, damit sie nicht braun werden. Zur weißcremigen Butter rühre ich jetzt noch die Karamellcreme ein und füge noch den Zimt hinzu. Oh, die sieht so lecker aus. Ich muss die jetzt echt probieren. Schmeckt gar nicht so buttrig. Oh, lecker. Aber ich gebe noch ein bisschen mehr Karamell dazu, denn bei mir kommt ja noch Frischkäse rein. Sonst wird mir das zu wenig karamellig. Und zum Schluss rühre ich noch den Frischkäse ein. Fertig ist die leckere Creme. Und ich habe in der Zwischenzeit auch schon mal die Bananen fein geschnitten, also in Scheiben, und noch mit Zitronensaft beträufelt, damit sie nicht braun werden. Und außerdem kriegt man dann so ein bisschen eine Säure noch mit rein, was echt ganz gut passt, weil die Creme doch recht buttrig ist. Also nehme ich jetzt hier den Kuchen, Blech weg, nehme einen Tortenretter drunter. Und dann kurz entfernen. Und
Und dann werde ich jetzt einfach die Platte halbieren. Ja. Ich drehe es aber um. Genau, weil da sind nämlich die ganzen Cookie Dough Fudges. Dann sind die nämlich im Innern. Und jetzt streiche ich hier die Creme einfach drauf. Reicht da jetzt noch ein bisschen Creme drauf, damit die Bananen so ein bisschen eingehüllt sind. So sieht die Torte jetzt erstmal aus. Ich muss sagen, die riecht echt schon wahnsinnig gut. Ich werde die jetzt einpacken mit einem Backrahmen einfach, nochmal außen rum stellen. Aber da werde ich wahrscheinlich den kleinen nehmen müssen. Und dann kommt die Torte abgedeckt erstmal in den Kühlschrank und ich werde dann, eigentlich würden schon 2-3 Stunden Kühlzeit reichen. Ich werde allerdings bis morgen warten und lasse die Torte einfach im Kühlschrank und werde auch morgen dann erst die Niffler-Figur machen. Kann ich den schmutzigen nehmen? Nee, ich nehme den sauberen. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt wird die Torte fertiggestellt. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich schaffe es heute. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal eine Schokoladenganache herstellen. Das ist eine Verbindung aus Sahne und Schokolade. Ich habe mich jetzt hier für die Vollmilchkuvertüre entschieden und nehme dafür 200 Gramm Schlagsahne, 500 Gramm Vollmilchkuvertüre. Und jetzt wird einfach die Sahne aufgekocht. Dann nehmt ihr den Topf vom Herd herunter, rührt die Schokolade ein, bis sie komplett geschmolzen ist. Und dann dürft ihr die Ganache gerne einfach umfüllen, abdecken und bei Raumtemperatur stehen lassen, damit sie eben abkühlen kann. Das ist hergestellt, kann jetzt hier abkühlen und dann geht es jetzt eigentlich schon direkt weiter mit der Figur. Ich möchte ja den Niffler formen und entweder macht ihr das jetzt aus Kuchenteig, ist aber ein bisschen schwierig, weil Kuchen einfach sehr weich ist und dann ein bisschen zerbrechen kann beim Formen und ich brauche da einfach ein bisschen was Festes, aber trotzdem was Leckeres. Und deswegen gibt es jetzt Rice Krispie Masse und zwar braucht ihr dafür diese Schokokrossis. Praktisch Cerealien. Die gibt es in Schoko und ich meine auch in heller Version, aber Schokolade ist immer ganz gut. Und dann verwendet ihr noch Marshmallows dazu und etwas Butter und könnt damit eben eine Rice Krispie Masse formen, die wirklich dann auch schön fest ist, schön standfest, aber eben auch lecker. Und das bedeutet, ich nehme jetzt einfach die Marshmallows und schmelze die in der Mikrowelle oder in einer Pfanne. Aber da empfehle ich wirklich eine Mikrowelle, weil es echt viel einfacher geht. Also in der Mikrowelle etwa 3 bis 4 Minuten schmelzen. Und anschließend wird das Ganze mit den Schokokrossis verknetet. Die Butter kommt noch mit dazu und dann wird daraus die Figur geformt. Genau so muss es aussehen. Das war der Ofen. Da kommt jetzt die Butter rein und die Masse sieht jetzt nicht heiß aus, aber die ist wirklich heiß. Also seid da bitte, bitte vorsichtig. Und dann gebe ich jetzt hier die Rice Krispies dazu und menge sie kurz ein und dann wird geknetet. Und beim Kneten fettet ihr am besten vorher eure Hände, sonst klebt alles an euren Händen. Viel Spaß! Und jetzt schön verkneten, bis sich alles verbunden hat und sobald es so langsam abkühlt, kann man es nämlich schön formen. Gut, dann wird jetzt der Niffler geformt. Der hat ja eine Schnauze, einen Kopf, einen Buckel. Der sieht schon ein bisschen aus wie so ein kleiner Maulwurf. Ich muss da immer mal auf meinen Laptop schauen. Und versuche jetzt einfach den Kopf erstmal zu formen und dann diesen Buckelteil und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und am besten formt ihr die Masse fest, indem ihr sie immer wieder zerdrückt. Und die kann man später auch zuschneiden, das ist ganz praktisch. Ich weiß es nicht, ob ich ihn hinlegen soll oder ob ich ihn hinstellen soll, ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, es wäre süß, wenn er so macht. So? Und so eine Goldmünze in der Hand hat. Das war anstrengend. Aber das reicht erstmal. Ja. Die lasse ich jetzt aushärten. Und kümmere mich um den Koffer. Ich weiß, ich bin verrückt, aber das war ja ursprünglich mein Koffer. Und der reicht auch für, also wenn ihr zu Hause die Torte nachmacht, dann reicht die Größe auf jeden Fall. Ich möchte aber jetzt doch eine größere Torte machen. Ich meine, mein Niffler ist jetzt halt auch ein bisschen größer geraten. Ich dachte eigentlich tatsächlich dran, ich nehme die Hälfte der Rice Krispie Masse, aber ich will jetzt auch schon eine große, gigantische Torte machen. Deswegen habe ich nochmal einen Blechkuchen gebacken. Jetzt wäre es natürlich einfacher gewesen, ich hätte gleich zwei Blechkuchen gebacken, gefüllt und aufeinander gesetzt. Aber ich habe es mir jetzt ein bisschen schwerer gemacht. Das macht jetzt nichts. Ich mache jetzt hier praktisch auch nochmal die Hälfte, stückel das dann dran und dann habe ich eine große Torte. Ja. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, Frau Özcan? Deswegen hau rein die Butter. Noch ein bisschen Buttercreme hier. Außerdem freut sich das ganze Team auf die Torte, da kann ich nicht sagen. Ich habe nur ein halbes Blech Banoffee Pie. Es gibt Banoffee Pie für alle. Yeah, Jutta freut sich. Marcel freut sich. Ich habe nämlich nochmal Ganache gemacht, Marcel. Ich hoffe, von ihm kommt jetzt ein. Yay! Das ist jetzt mal ein Koffer. Der ist jetzt auch, glaube ich, echt schwer. Ich drücke ihn noch flach. Und dann kommt der jetzt in den Kühlschrank. Und sobald er fest ist, kann ich ihn mit Ganache bestreichen. Denn ich werde ja später eine Fondantschicht drüber packen. Und bei Fondant ist immer wichtig, dass die äußere Schicht fondanttauglich ist, damit einfach der Fondant nicht aufweicht. Das bedeutet, immer eine Schicht ohne zu viel Wasser. Und Ganache ist perfekt geeignet. Die amerikanische Buttercreme, italienische Buttercreme, Swiss Meringue Buttercreme ist auch geeignet. Oder eben auch diese Karamellcreme ohne Frischkäse. Und ich finde jetzt eine Ganache ganz gut, weil die einfach schnell aushärtet. Ich kann wunderbar damit arbeiten und es erspart mir einfach ganz, ganz viel Arbeit. Also kommt die Torte jetzt in den Kühlschrank. Ich gehe vorher aber kurz Hände waschen und dann gucke ich mal, ob der Niffler schon soweit ist. So sieht Niffler jetzt aus. Jetzt bekommt er ein Fell aus schwarzem Marzipan. Und die Marzipanmasse werde ich jetzt mit CMC-Pulver verkneten. Das ist Zellulosepulver. Kann man mitverzehren. Das ist so ein Pulver, was man eigentlich auch nimmt, um die dritten Zähne anzukleben, also so Haftkleber sozusagen. Alles Lebensmittel echt. Ihr könnt es auch gerne ohne machen, allerdings muss ich sagen, dadurch wird die Figur einfach auch schön fest und es passiert dann eben auch nichts mehr. Also verknete ich jetzt ein bisschen CMC-Pulver mit Marzipan und schneide dann die Figur aber erstmal noch ein bisschen zu, bevor ich sie mit Marzipan überziehe. Okay, zum Kneten und Ausrollen ist ein bisschen zu hoch die Theke. Aber gleich für die Figur ist es perfekt. Einfach schön in Form schneiden. Das Gute ist bei dem, man kann halt durch das Fell später dann doch wieder alles irgendwie retten. Befestige später den Kopf hier mit einem Schaschlikspieß. Ja, jetzt wird aber erstmal ausgerollt und überzogen. Und ich glaube, die Arme mache ich dann
auch aus Marzipan. Und gerne dürft ihr die Marzipanmasse auf etwas Bäckerstärke ausrollen. Und nicht zu dünn. Ich brauche auch gleich noch ein bisschen, das sehe ich jetzt schon. Das reicht nicht aus. Bäckerstärke ist ganz cool, weil man sie einfach mit dem Pinsel wegwischen kann. Deswegen eignet die sich perfekt zum Ausrollen und ist besser als Puderzucker oder normale Stärke. Okay, nicht so dünn ausrollen. Dann nehmt ihr hier euren Niffler-Körper, besprüht ihn gerne mit etwas Backtrennspray, einfach zum Kleben. Und dann würde ich sagen, kommt es hier einmal drüber. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Dass ich da dann mit der Schere das Fell einschneiden kann. Jetzt hier einfach schön faltenfrei drüber legen. Und damit er so ein bisschen dreidimensionaler wird, schneide ich das hier unten weg. Bei dieser Figur mache ich es, glaube ich, jetzt zum ersten Mal so, dass ich keine Ganache-Schicht drunter packe. Aber ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als es schon ist. Das heißt, hier ist der fertige Körper. Und jetzt nehme ich eine Nagelschere, sauber sollte sie natürlich sein, und kann jetzt hier mit der Nagelschere das Fell einschneiden. Am besten fangt ihr oben an und arbeitet euch nach unten. Und danach kümmere ich mich um Kopf und die Arme und die Beine und den Schnabel. Diesen Haarschnitt, den lernt man in der Friseurausbildung im zweiten Lehrjahr. Haarschnitt für Niffler. Ich stelle den kurz zur Seite, ich brauche eine Pause und dann geht es mit dem Kopf weiter. Aber ich glaube, ich kann schon mal den Schnabel machen. Und dafür verknete ich etwas Fondant mit CMC-Pulver, damit der Schnabel auch schön fest wird. Wow, das war jetzt so richtig, oh, meine Hände tun richtig weh. Das war jetzt echt hart. Jetzt kann ich den Schnabel aus der Modelliermasse formen. Nehmt euch da ruhig immer ein Bild zur Vorlage und formt sie dann entsprechend. Die Form habe ich jetzt ungefähr. Dann nehme ich mir Modellierwerkzeug. Hoppala. Dann ein Nasenloch. Und noch ein Nasenloch. Ja. Aber die Falten da oben, die forme ich gleich noch. Das lege ich mal kurz zur Seite. Das wird jetzt so ein bisschen das Gegenstück, das untere. Damit praktisch das hier nicht so flach ist. Kommt es dann von unten noch dran. Dann wird jetzt der Kopf ummantelt. Ich finde, da bei so einem magischen Tierwesen sieht es ja noch harmlos aus, aber modellier mal einen Babykopf. Das sieht brutal aus. Hier vorne den Rand, da wo praktisch der Schnabel dran kommt, den könnt ihr mit den Fingerspitzen so ein bisschen zusammenklemmen. Und auch hier unten, damit da später das Fell übersteht beim Anschneiden. Zug, Heißluftfritteuse, LKW, Autos. Schön, dass wir ein Studio nahe der Straße haben. Den Schnabel werde ich jetzt schon mal befestigen mit Zahnstochern. Ansonsten wird es da vorne nicht halten. Und etwas essbarem Kleber, damit praktisch die zwei Schichten zusammenwachsen. Und dann mit sauberen Händen hier den Schnabel festdrücken. Und gern noch so ein bisschen in die Breite ziehen. Dann müssen da dringend auch noch die Augen dran.
Das könnt ihr so ein bisschen mit dem Ball-Tool einfach öffnen und sozusagen die Fläche dafür schaffen. Sehr gut. Jetzt ziehe ich hier noch ein paar Falten hinein. Und drücke eine Öffnung fürs Auge rein. Da kommen dann die schwarzen Augen rein. Und dann auch hier das Fell einschneiden. Und beim Einschneiden des Felles achtet ihr jetzt darauf, dass ihr praktisch von vorne nach hinten schneidet. So, einmal Kopf in den Nacken bitte. Nackenschnitt, Nackenhaarschnitt. Ich glaube, der Nifflerkopf sieht gut aus. Ich lasse den jetzt erstmal trocknen und muss meine Hand ein bisschen schonen. Und dann geht's gleich an die Beine und an die Arme. Oh Gott. Jetzt geht's mit dem Modellieren weiter. Okay. Aus heller Modelliermasse forme ich jetzt die Hände. Und die Hände haben leider nur 4 Finger. Ich drücke sie so ein bisschen flach, dann haben die so Krallen. Mhm. Okay, ich drücke sie so ein bisschen flach, schneide 4 Finger zu und forme sie dann. Und ganz am Ende, also jetzt sieht es noch so ein bisschen, sieht schon gut aus, aber es sieht noch so ein bisschen anfängermäßig aus, aber ganz am Ende wird alles mit Pulver, mit Lebensmittelpulver verfeinert und dann sieht es, glaube ich, schon gut aus. Also hier halbieren, da halbieren. Und dann diese Finger mit euren Fingern schön lang formen. Ja, und die Füße sind eigentlich genauso. Dann nehmt ihr eine Lochtülle für die Kralle. Und wenn das dann mit Pulver später verfeinert wird, dann sieht man die Rillen auch ganz gut. Und dann könnt ihr zum Beispiel einen Pinsel nehmen oder einen anderen runden Gegenstand. Legt die Finger dann da drüber, damit sie auch schön die Form annehmen und so aushärten können. Es ist so anstrengend, diesem Niffler den perfekten Schnitt zu verpassen. Jetzt kann ich die Torte mit Ganache einstreichen. Also erstmal hier rauslösen. Die ist jetzt schön fest. Ich möchte jetzt hier, dass der Koffer auch schön alt und gebraucht aussieht. Also nicht komplett gerade und glatt einstreichen, sondern so ein bisschen wellig, damit einfach das Leder später auch schön aussieht. Und jetzt werde ich erstmal eine erste Schicht machen, damit so die ganzen Kuchenkrümel und die Buttercreme eingepackt ist. Dann wird die erste Schicht fest und dann mache ich die zweite Schicht drauf. Und das ist dann die finale Schicht.
Teigkarte könnt ihr immer den Rand schön sauber machen. Und nachdem die erste Schicht getan ist, kommt die Torte in den Kühlschrank, damit die Ganache fest wird. Und dann kann man die zweite Schicht nämlich schön einfach auftragen. Jetzt mache ich den Kofferverschluss. Dafür nehme ich auch Modelliermasse oder ihr nehmt einfach Blütenpaste. Die härtet nämlich sofort aus. Und ich mache mir jetzt einfach eine kleine Schablone wegen der Größe und werde die Blütenpaste ganz dünn ausrollen und entsprechend meiner Schablone zuschneiden. Zum einen brauche ich den Part, wo praktisch das Schloss drauf ist, und zum anderen brauche ich den unteren Part mit dem Schlüsselloch drauf. Und das alles zweimal. Kommt die Schnalle dran. Und wenn ihr einen 1 cm Streifen braucht, könnt ihr euch einfach die Silikonmatte zu Hilfe nehmen und einfach hier eine so eine Teigkarte ansetzen. Dann habt ihr schon einen gleichmäßigen Streifen. Und hier könnt ihr auch immer die Maße einfach nehmen zur Hilfe. Die Ecken so ein bisschen abrunden. Dann am besten über einen Stift legen. Dann habt ihr hier nämlich diese Aussparung. Und gerne wieder mit so einer Lochtülle dran nähten. Und dann braucht ihr nochmal ein dünnes Teil für den Metallring, für den Ledergriff. Sobald die Elemente aus Blütenpaste getrocknet sind, könnt ihr sie jetzt metallisch einfärben. Ich nehme dafür hier das Metallic Spray in Gold und kann es damit schön einsprühen. Was ihr alternativ auch nehmen könnt, ist Metallic Farbe zum Aufpinseln oder auch Metallic Pulverfarbe. Dann könnt ihr es einfach mit einem trockenen Pinsel auftragen. Die Teile lasse ich jetzt trocknen und später werden sie noch mit etwas Pulverfarbe auf Alt getrimmt, dass es nicht ganz so neu aussieht. Weil jetzt, finde ich, sieht es halt richtig schön glänzend neu aus, aber es ist ja ein alter Koffer. Deswegen lasse ich es trocknen und werde es später noch etwas altern lassen. Okay, Schicht Nummer 2. Du wirst die schöne Schicht. Ich habe echt ein Problem damit, künstliche Wellen in meine Torte zu machen. Weil ich Torten eigentlich immer gerne gerade mache und glatt. Aber es ist ein alter Koffer, ich muss es tun. Also für so harte Übergänge gibt es echt kein besseres Werkzeug als die Finger. Durch die leichte Wärme kriegt dann nämlich die Ganache schön verstrichen, alle Ecken und Kanten weg und dann habt ihr eine schöne Kofferform. So kommt die Torte jetzt nochmal in den Kühlschrank. Zuerst werde ich sie so, ohne Verpackung, ein bisschen lagern, bis die Oberfläche leicht antrocknet und dann wirklich schön luftdicht verschließen und dann bis morgen ins Kühlfach geben. Wenn ihr auch solche Lebensmittelpulverfarben habt, dann könnt ihr jetzt damit wirklich ganz, ganz tolle Schattierungen machen und dann sehen eure Torten, eure Figuren einfach noch lebendiger aus. Ich habe jetzt hier schwarz-braun, rot und orange und damit werde ich das jetzt einfach alles ausschattieren.
schön trocken, also das heißt, keine Flüssigkeit mitverwenden, schön trockene Pinsel benutzen und dann geht's los. Und was ich dann noch habe, ist ein bisschen Metallic-Farbe fürs Auge und für die kleinen süßen Fingernägel. Die sollen nämlich glänzen. Okay. Mein Niffler und ich, wir machen jetzt Feierabend und machen dann morgen mit der Torte wieder weiter. Den lasse ich jetzt hier einfach bei Raumtemperatur stehen. Pass auf, dass keine Kinder dran gehen. Und dann kann er morgen auf die fertige Torte gesetzt werden. Aber jetzt brauchen wir echt ein bisschen Ruhe. Meine Finger tun weh, mein Rücken tut weh. Niffler ist jetzt auch ein bisschen müde. Ja, der darf jetzt ein bisschen da hinten schlafen. Bis morgen. Jetzt geht's ans Dekorieren. Ich habe hier Fondant mit Vollmilchschokolade, denn ich finde, da passt die Farbe einfach perfekt zum Koffer und vor allem schmeckt der Fondant richtig gut. Schmeckt einfach wie Modellierschokolade, weil 25% echte Vollmilchschokolade enthalten ist. Das heißt, da kann man den Fondant schön mitessen, weil es einfach ein schöner Schokoüberzug ist. Den knete ich jetzt weich und dann rolle ich ihn auf, ich schätze mal auf 3 mm aus. Und ich werde jetzt schon einiges brauchen, denn die Torte ist recht groß. Es ist so viel Fondant und so eine Riesentorte. Ich mache es jetzt auch so, dass auch die Unterseite auf jeden Fall eine Fondantdecke bekommt, damit später beim Anschnitt der Koffer halt einen Deckel und eben auch einen Boden hat. Das heißt, ich muss die Torte gleich stürzen. Upside down und mache erstmal den Boden. Ich hoffe, die fällt mir dann nicht aus der Hand, denn die ist sehr schwer. 2, 3. Ui, ui, ui. Oh Gott. Puh, geschafft. So, wenn man so viele Torten backt, so große, braucht man halt auch kein Fitnessstudio mehr, gell? Dann rollen wir den mal aus. Es wäre eigentlich schon witzig, später mal zu wissen, wie schwer das ist. Müsste mal meine Waage später holen, die Personenwaage. Ich habe jetzt keine Ganache mehr übrig, aber möchte die Unterseite auch noch ein bisschen bestreichen. Ich nehme jetzt einfach die Nougat-Creme-Zartbitter von Fieber. Einfach, dass ich so einen Kleber habe zwischen Torte und Fondant. Und das dazu noch ein sehr leckerer Kleber, denn die Nuss-Nougat-Masse ist echt richtig gut. So ein richtig leckerer Brotaufstrich, den man auch mit verbacken kann. Und der ist echt gut.
Falls ihr übrigens ab und zu den Backofen hört, ich backe gerade nebenher noch 400 Bananenbrot-Muffins für den Musical-Auftritt heute Abend von den Kindern. Und deswegen haben wir hier den Backofen gerade in Dauerbetrieb, weil ich vorhin schon den ganzen Teig angerührt habe. Und Jutta die ganze Zeit jetzt hier Backofen auf, Backofen zu. Okay, die Decke kommt jetzt da drauf. Ich hoffe, ich habe die jetzt noch groß genug. Ja. Okay. 1, 2, 3. Oh mein Gott, oh mein Gott. Den Rand wegschneiden, aber ich lasse ein bisschen Rand noch übrig. Also ein bisschen überstehen. Und dann kann ich jetzt den Rest wieder zusammenkneten, nochmal eine Decke ausrollen und dann werde ich jetzt nach und nach, ich glaube, erstmal die Seiten einkleiden und dann den Deckel. Erst die Seiten. Ja, erstmal so ein langes Band. Gut. Weiter kneten. Also ich muss schon sagen, wenn man viele Torten macht, viele Motivtorten, ein Heißluftföhn lohnt sich, da muss man den Fondant nicht immer weich kneten. Oh, unser Toast! Ich brauche was zu essen. Ah, mir geht nämlich die Kraft aus. Die Unterseite meines Koffers ist ja jetzt schon mit Fondant überzogen. Jetzt rolle ich ein paar längliche Streifen aus, und zwar so lang und so breit, dass sie wirklich um die vier Seiten des Koffers passen. Und da könnt ihr es euch ein bisschen einfacher machen und entweder zwei lange Streifen machen, die dann beide Seiten abdecken, oder einfach vier kürzere Streifen machen und wirklich jede Seite einzeln für sich abdecken. Bei mir ist die Torte ungefähr 38 x 30 cm groß und etwa 9 cm hoch. Gut, dann habe ich jetzt hier diese vier Streifen und fast hätte ich das Ledermuster vergessen. Ich habe da noch so eine Folie, die hatte ich mir mal bestellt. Und zwar ist es einfach so eine Imprägnierfolie, so eine Prägefolie. Und die lege ich jetzt da drauf. Ich gucke jetzt mal, welche Seite. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Doch, so rum. Und muss die jetzt mit dem Ausrollstab da reinmachen. Ich hoffe, das klappt so. Nehme ich jetzt einfach das Bisiglett. Und das könnt ihr nämlich auf die richtige Breite einstellen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das tragen soll. Jetzt modelliere ich noch den Koffergriff. Dafür nehme ich Modellierfondant, roll den schön aus, schneide dann einen breiten Streifen zu und präge da eine Prägenaht ein mit so einem Modellierwerkzeug. Zum Ausfüllen des Griffs lege ich jetzt noch Hitschi-Süßigkeiten rein. Ihr könnt den Griff aber auch komplett aus Fondant formen. Jetzt einfach noch zukleben und die goldenen Halter anbringen und gut trocknen lassen. Okay, dann kann der trocknen. Und ich mache den großen Deckel. Ich fühle mich da immer wie so ein bisschen so in einer Versuchswerkstatt, so ein bisschen Albert Einstein beim Backen.
Seite, da werde ich von Mal zu Mal schwächer oder die Torte von Mal zu Mal schwerer. Hier hatte ich ein bisschen zu wenig und habe da jetzt einfach noch mal ein bisschen Creme drauf gemacht. Gut, jetzt Torte ausmessen, ausschneiden, drauflegen. Und hier mache ich es jetzt allerdings so. Ja, ich mache es auf beiden Seiten 2 cm länger, damit ich noch diesen Rand vom Koffer habe. Also 4 cm größer als die Torte. Und dann schneide ich da so zack, 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 zack. Ja, so mache ich das. Immer mit einem stumpfen Messer. Auf der Backmatte. Auf der Modelliermatte geht auch ein spitzes Messer. 41, habe ich gesagt, 37 plus 4? Ja. Und hier. Ich hoffe, das klappt halt immer alles so, wie ich mir das so in meinem Kopf ausmale. Da muss nämlich hier jeweils eine 2 cm Ecke weg. Bevor ich das festdrücke, klebe ich aber noch hier an den Rand den Übergang. Die Ecken überklebe ich jetzt alle mit einem langen Stück, damit der Übergang kaschiert wird. Und der Kreis bildet dann den Eckenschutz und ist eben ein hübsches Detail. Unten reichen dann auch Halbkreise. Es ist vollbracht. Meine Kofferform ist fertig. Ich habe alle Nieten dran, alle Lederbänder, Deckel, Seitenteile. Der Koffer sieht alt aus, aber ist noch nicht fertig, denn gleich kommt noch die Lederbeschichtung. Aber ich brauche eine kurze Pause, muss meine Küche einmal freiräumen und sauber machen und dann werden wir gleich den Koffer schön anmalen. Okay, mein Koffer wird jetzt lackiert. Ich nehme dafür Backtrennspray. Ihr könnt aber auch einen Alkohol nehmen, Wodka zum Beispiel oder einen weißen Rum und dann Pulverfarben damit anrühren, damit ihr den Koffer schön glänzend bekommt und dass er eben auch ein bisschen Farbe bekommt. Also an den tieferen Stellen kommt dann ein bisschen Schwarz rein und der Rest wird halt ein schönes Lederbraun. Ich glaube, ich mache es tatsächlich so, ich besprühe es. Ja. Hier machen wir noch so ein bisschen Schatten und auf Alt.
ist jetzt mein fertiger Niffler. Und ich finde, er ist richtig schön geworden. Ich habe jetzt doch keine Uhr zwischen die Hände gemacht, sondern Niffler liebt ja Gold. Deswegen hat er jetzt hier ein paar Goldtaler. Und Nifflers Gold ist mein Vanilleextrakt. Ja, der hält einfach mein Vanilleextrakt. Süßer Niffler. Und du kommst jetzt auf den Koffer, ne? Mhm. So gefällt mir es richtig gut. Ich glaube dem Niffler auch. Niffler, du brauchst kein Gold mehr suchen. Komm, probier den Kofferkuchen. Hat sogar geklappt. Perfekt. Ich habe jetzt hier noch ein tolles Gewinnspiel für euch. Der Film Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse läuft ja schon seit dem 7. April in allen deutschen Kinos. Und ihr könnt jetzt hier eins von 5 Gewinnpaketen gewinnen. Und zwar darin enthalten ein Plüschnüffler, 2 Kinotickets für den Film und dann bekommt ihr noch was von mir dazu, nämlich ein Vanilleextrakt, meine Sally Hitchies, ein Pinselset zum Modellieren und Dekorieren eurer Torten, eine Backmatte, einen Ausrollstab mit den ganzen Ringen dran und noch ein Mini-Spritztüllenset, damit ihr schöne Torten dekorieren und backen könnt. Und alles, was ihr dafür tun müsst, schreibt einfach gerne in die Kommentare, wie euch meine Torte gefällt. Und dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel schon mit dabei. Viel Glück! Weißt du, was ich für einen Zauberspruch gesagt habe vorhin? Hast du das gesehen, wie der Niffler hier drauf geflogen ist? Ich habe geschrieben, der war da hinten drauf, Ella. Auf der Tortenblatt und ist da hierher geflogen, durch Magie. Ich habe gesagt, Niffler, du brauchst kein Gold mehr suchen, probier doch diesen Kofferkuchen. Ist logisch. Ja, gell, ist logisch. Ja, wir schneiden an. Und dann zaubern wir noch ein paar Menschen her, die dann die Torte probieren, okay? Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ich habe einen. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Okay, komm, wir schneiden an. Oder sollen wir erst die Leute herrufen? Ja, wir rufen sie erst her. Okay, mach deinen Zauberspruch. Aber du musst sagen. Nein, du. Also Ellas Zauberspruch geht so. Abracadabra, Menschipus. Menschen was? Jutta, weiter runter, man sieht dich. Ich bin eh nicht da. Karamell, Schoko und Banane. Ich brauche eine köstliche Kuchenabnahme. Hex, Hex. Ich meine, das ist schon Probe. Nein, es war schon nicht die Generalprobe, es war schon hier eure Niffler-Torte mit Koffer. Ja, oh wow. Okay, Ella, komm, wir schneiden sie zusammen an. Oh nein, warte, ich nehme die Hand nein, drunter und du kannst. Tu's nicht, Ella, tu's nicht! Tu's nicht! Okay. So, das war's. Ella, jetzt können wir es zusammen hochheben. Ich bin so gespannt, gell? Oh. So, wow. Da ist sie, die Torte. Mega. Ja. Warte, ich schneide uns mal eine Scheibe ab, okay? Das sieht halt echt aus wie so eine Lederhandtasche. Mhm. Aber ehrlich. Und jetzt probiert er mal. Ella probiert natürlich die Fondantschicht. Okay. Ich bin nicht Fondant. Ich kann sie euch auch schneiden. Man muss auch dazu sagen, die Fondantschicht schmeckt auch gut, weil nämlich Schokoladenfondant drauf ist. Nein. Ich bin gespannt, wie das Innere schmeckt. Und? Ja. Wie ein Bananensplitter. Mmh. Mmh. Mhm. Brutal.
Schmeckt echt wie Bananensplit. Mhm. Zum Glück ist noch ein bisschen was da. Gott sei Dank reicht es für uns vier. Gerade noch so. Ich muss sagen, eigentlich fände ich es eine coole Hochzeitstorte für richtige Magie-Fans. Mhm. Ja, weil ich glaube, da wollen viele nicht so eine normale, herkömmliche Torte. Dann so ein Reisekoffer, Flitterwochenkoffer mit so einem Niffler drauf. Schon süß. Oh, davon und vor allem, dass das mit denen essen kann, denn Niffler. Marzipan außen und innen Rice Krispies mit Marshmallow. Das sieht aus wie aus Porzellan. Gell? Mhm. Die Füße. Füße, Pfoten, Füße, ne? Füße, ja. Füße. Oh, sieht das geil vor allem habe ich seine Fingernägel so lackiert. Wie in so einem Nagetier-Friseursalon. Pediküre und Maniküre gemacht, gell? Das ist auch ein Geschäftsfeld. Nagetier. Voll. Also, was ist euer Fazit? Leckere Torte? Sehr lecker. Perfekt, wirklich perfekt. Mhm. Richtig gut. Ich muss auch dazu sagen, dass die jetzt echt so ein paar Tage durchgezogen ist und die schmeckt echt gut. Und die Fondantschicht, die ist ja wirklich schön drumherum und schützt die Torte, das Innere. Und es ist einfach alles schön saftig, kann gut durchziehen. Ich habe furchtbar schmutzige Hände vom Tortenanschnitt, aber das macht nichts. Das ist alles Lebensmittelfarbe. Ella futtert fleißig weiter. Und ihr könnt euch gerne auf den Film freuen. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, ab dem 7. April im Kino. Das heißt, da läuft jetzt schon ein paar Tage. Und ich denke, es ist ein wahnsinnig toller Film. Die Filme allgemein sind ja immer wahnsinnig aufwendig auch gemacht. Und auch diese Magiewelt, muss ich sagen, einfach einzigartig. Also schaut euch den Film gerne an. Macht gerne auch beim Gewinnspiel mit. Ihr könnt dann, wie gesagt, 1 von 5 Paketen gewinnen. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und gerne dürft ihr mir auch schreiben, welche Torte ihr euch als nächstes wünscht. Mhm. Ja, weil die Torte wird jetzt heute gegessen und dann haben wir morgen bestimmt wieder Lust auf eine neue Torte. Lass mal losessen. Auf die Plätze, fertig, los. Das wird was. Zaubern wir uns jetzt weg. Ich traue mich nicht, den Niffler zu essen. Ella, zaubern uns okay, weg. Wir zaubern uns weg. Ja. Zauber, Ella. Sag Zauber einen Zauberspruch. Die Gabel im Auge. Ella ist halt sogar da unten weiter. Ella schmeckt so gut. Mhm. Der war super. Wow, der ist richtig lecker. Der sieht besser aus als ein echter Koffer, ne?